Bei gedrehten Teilen kommt es recht häufig zu Schwundrissen. So auch hier an dieser Mittelsäule eines Tisches. Es kommt immer darauf an, wie diese Säule jetzt konstruiert worden ist. Manchmal besteht sie sogar nur aus einem Stück Holz. Hier hat man zwei Teile miteinander verleimt. Auch da gab es trotzdem jetzt Schwundrisse, die bis in den Mittelteil vorgedrungen sind. Da kann man natürlich nur mit einem Span das wieder vernünftig ausflicken. Und hier diese gedrehte Verzierung, die nachher noch hier unten drunter kommt, nachdem die Füße hier eingeleimt sind, auch die hatte einen ganz starken Riss. Da habe ich jetzt schon mal ein Stück Holz hier wieder neu eingeleimt. Und das mir anschauen unten, sehen wir sogar, ist auch aus zwei Teilen eigentlich, aber auch hier haben wir noch an beiden Seiten den Kern mit drin. Da entstehen natürlich riesengroße Spannungen und das ist eigentlich unvermeidlich, dass das hier irgendwie reißt nachher. Da könnte man jetzt auch nicht einfach Kit reinmachen, also das hält einfach das Ganze nicht aus, denn hier entstehen natürlich immer wieder Schwund- und Quellbewegungen, sodass hier wirklich das Beste ist, ein Stück einzuleimen. Hier die aus mehreren Stücken bestehende konische Einsatzarbeit an der Mittelsäule. Fertig sieht sie dann so aus. Und natürlich habe ich dann auch an der gedrehten Verzierung unten entsprechend geschliffen und dann überpoliert. Kommoden mit solch großen Fugen sind immer wieder anzutreffen. Es liegt daran, weil innen drin meistens die Laufleisten sperren, weil sie ja quer aufgeleimt sind oder eingelassen sind oder eingegratet sind hier. Da habe ich schon hinten was weggenommen, damit man eben dann diese Seitenwand wieder zusammenleimen kann. Das gelingt hier in dem Fall auch. Starke, große Zwingen pressen dann das alles wieder zusammen. Natürlich verleimt vorher. Nachdem die Kirschkommode jetzt fertig poliert ist, kann man auch hier an den Seiten keine Schwundfugen mehr erkennen. Wenn wir mal von hinten schauen, sehen wir noch die herausragenden Laufleisten. Nach dem Verleimen sind dann innen drin nochmal hier so kleine Querhölzchen aufgeleimt worden, die auch nochmal zusätzlich verhindern, dass eben wieder neue Risse entstehen. Diese Eschentüre eines Spätbiedermeierschrankes hat so typische Schwundspuren hier. Es ist ein ganz normaler Rahmenfüllungstür eigentlich. Hier unten sieht man ja ganz normal hier Querholz. Da passiert nichts. Dem Querholz schwindet nicht in der Länge. Aber hier oben ist außer dem Querholz, das sieht man jetzt von hinten nämlich, das Querholz, ist hier noch vorne eine Aufdopplung aufgeleimt worden. Und diese Aufdopplung ist ja Längsholz. Und die schwindet natürlich im Gegensatz zum Querholz hier oben. Und da haben wir jetzt starke Fugen oder Risse hier bekommen. Bei der Füllung ist das natürlich nicht passiert, obwohl es ja auch hier Längsholz ist. Aber die Füllung ist ja eingenutet, sodass sie frei arbeiten kann. Sie kann größer und kleiner werden, also sie kann schwinden und quellen. Das sieht man hier ganz deutlich. Hier war ja Farbe drauf. Hier sieht man jetzt Ränder von Farbe, die noch nicht abgenommen worden ist, weil die jetzt ja geschwunden ist, die Türe. Und von daher kommen jetzt diese Farbreste, werden die jetzt sichtbar. Sie ist jetzt ja kleiner geworden, die Türe. Ja, hier oben kann man jetzt eigentlich am einfachsten die Aufdopplungen hier abnehmen und dann wieder neu zusammenleimen, sodass man nachher nur hier in der Mitte ein Stück einsetzen muss. Denn ursprünglich gehörten ja auch diese beiden Teile hier zusammen und auch diese ergeben hier ein Brett. Man sollte, wenn man so oder überhaupt Türen bearbeitet und ihnen die Farbe abgenommen hat, auf jeden Fall sie wohl am besten mehrere Wochen sogar trocknen lassen. Und eigentlich ist die für eine Aufarbeitung der Winter am besten, weil wir da doch relativ niedrige Luftfeuchtigkeiten in den Räumen haben. Die habe ich jetzt hier so bei etwa 50% Luftfeuchte getrocknet. Das mag schon ausreichen jetzt, aber sonst im Sommer
ist dann oft doch wesentlich mehr luftfeucht in den Zimmern, sodass nachher eventuell beim Kunden erst dann starke Schwundrisse noch zusätzlich auftreten im Winter. Jetzt versuche ich die mal abzunehmen. Der meisten sind auch so schon ein bisschen locker. Ach, das geht schon so. Das geht so einfach ab. Kann man die gut wieder zusammenleimen. Jetzt auch schon ab. Ja, es hatte sich auch schon ein bisschen gewölbt gehabt. Wieder Zwingen drauf. Im fertigen Zustand ist dann die Einsatzarbeit hier in der Mitte kaum noch wahrzunehmen. Massive Tische mit Rahmen und Füllungen werden immer Fugen haben. Nur wenn sie zu groß sind, dann muss natürlich was gemacht werden. Hier bei diesem Tisch haben wir eben so einen Rahmen, vier Füllungen und die Mitte ist dann nochmal mit Stegen unterteilt. Ich presse jetzt nämlich erstmal die Füllungen wieder zusammen, bevor ich dann die Einsatzarbeiten direkt neben den Stegen mache. Es hat schon mal jemand hier eine Einsatzarbeit getätigt, allerdings hier an der Gärung. Das bringt natürlich nichts, weil die Gärung ist eigentlich dicht. Das muss wieder raus und dann muss erstmal da, wo die blauen Pfeile sind, also am Rahmen wird erstmal verleimt, dann die Füllungen, dann die Füllung, der andere blaue Pfeil verleimt. Und erst zum Schluss kommt dann, wo der schwarze Pfeil ist, die eigentliche Fuge, die man ausfüllt, nämlich die zwischen Füllung und Steg. Hier ist das Unterteil eines englischen Kommodenaufsatzsekretäres in Mahagoni. Und man sieht an der Seite, auch schon von weitem deutlich, dass da gekittet worden ist. Solche Fugen zu kitten, die sind ja immerhin hier so 2-3 mm, ist wirklich unprofessionell. Also meistens kann man diese alten Möbel einfach auch wieder zusammenleimen hier. Das wollen wir einmal von innen anschauen, ob das möglich ist. Oder man müsste halt einen Span einsetzen. Hier dann Kitt reinzumachen, der fällt meistens dann doch wieder raus, weil er irgendwie auf nicht gerade auf Knochenleimbasis ist. Und dann noch die Retusche, die auch nicht so ganz hingehauen hat. Das sieht also wirklich nicht schön aus, wenn das Ganze dann hier noch poliert werden soll. Wenn ich jetzt mal hier so von hinten hier reinschaue, dann sehe ich, dass die einzelnen Böden hier eingenotet sind, also es ist keine Gradnot, aber sie behindern also nicht jetzt, dass ich das wieder zusammenleimen könnte. Oft sind ja hier Streifleisten angebracht bei deutschen Möbeln. Bei diesem älteren Teil hier gibt es keine Streifleisten. Die würden nämlich dann, wenn die fest geleimt oder genagelt sind, behindern die natürlich ein Zusammenleimen. Die müsste man vorher rausnehmen. Aber hier sind nirgendwo Leisten, die jetzt stören. Die Böden sitzen zum Teil sehr locker. Einzigste ist von außen. Da unten haben wir eine Leiste. Die muss erst ab, bevor ich das natürlich wieder zusammenleimen kann. Und dann muss natürlich der alte Kitt hier raus. Inzwischen bin ich jetzt hier bereits so weit, dass ich hier doch einen größeren 6 mm Span einsetzen muss. Das Zusammenleimen hat nicht geklappt. Und wenn man auch genauer sich das mal anschaut, hier die Fläche, dann hat das auch seinen Grund. Wir haben nämlich hier ein großes Mahagonibrett auf der ganzen Fläche. Eigentlich ist es ursprünglich eine Scheibe gewesen. Sie ist dann hier in dem Bereich aufgetrennt worden und dann zusammengeleimt worden. Jetzt kann man sehen, dass hier diese Maserung hier weitergeht gleich. Dadurch sind natürlich hier unheimliche Spannungen entstanden, sodass nicht nur hier ein Riss war oder eine Fuge, die ist wieder auseinandergegangen, wo es hier verleimt war, sondern auch hier zum Beispiel. Hier haben wir auch einen Riss, sodass ich hier tatsächlich einen größeren Span einsetzen muss. Und zwar habe ich dann hier eingefräst. Das ist natürlich am einfachsten mit einer Oberfräse. Allerdings natürlich nicht ganz durch, sondern bei einer Wandstärke von, ich glaube, so 18 mm habe ich hier 1 cm tief gefräst,
Also habe ich jetzt sozusagen nochmal hier an beiden Seiten einen Falz. Dann habe ich eine bessere Verleimgrundlage hier, einfach für diesen Span. Das ist schon fast eine Leiste eigentlich, kein Span. Damit ich hier wieder eine vernünftige Fläche auch nachher bekomme und keine Kittungen mehr habe.